So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. Oh, da können wir was lesen. Es ist auch wichtig, dass der Charakter das weiß. So, ich bin jetzt nicht schlafen gegangen, so wie ich es gesagt habe im letzten Part. Wir sammeln weiterhin die Erfahrungspunkte halt. Und schauen uns jetzt da ein bisschen hier um, würde ich sagen. Was wir hier noch alles machen können, um mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich gehe eigentlich immer nur gerne in der Nacht schlafen. Am Tag, das möchte ich ausnutzen, dass ich da Missionen mache. Und ja, umso mehr wir haben, desto besser natürlich. So. Irgendwas ist da vorne. Na. Untersuchen, okay? Das kam von da drüben. Uiuiui, da oben. Den holen wir uns gleich. Auf geht's, ab geht's. Probieren wir mal Blitz gegen die Viecher aus. Wo auch immer der jetzt hingegangen ist. Der war jetzt gerade da. Kann er jetzt nicht weg sein. Da unten läuft er. Moment, schauen wir uns mal da oben um. Sehe ich jetzt aber nichts. Glaube ich. Wo ist das Arschlochviech jetzt? Entschuldige. So, da haben wir wieder was zum Looten. Das wird eine tolle Farbe abgeben. Kommt's mit? Wir holen uns das Viech da. Wo bist denn hingegangen, hä? Da ist es. Auf geht's. Ab geht's. Magie an. Anvisieren. Und Blitz rein. Wow! Habt ihr das gesehen? Das war schnell, oder? Die Technik war zwar nicht gut, keine Ahnung, aber die Zeit und sowas, das war gut. So, aufheben. So, eine zerbrochene Erkennungsmarke. Das müssen wir den Dave jetzt wieder bringen. Ja. Da gehen wir gleich mal hin und bringen ihn das natürlich, um mehr Erfahrung zu erhalten. Ich sollte auch langsam die Leute aufwerten. Langsam, aber sicher wäre das sicherlich von Nutzen. Und, aber bevor wir das machen natürlich, werde ich noch ein paar Nebenquests machen. Oder zumindest eine. Jetzt ist einmal 7 Uhr in der Früh. Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Ich möchte Erfahrungspunkte sammeln und dann gehen wir da im Motel schlafen. So, werden auf der Karte durch das Symbol Fragezeichen markiert. Okay, ja. Also Nebenaufgaben halt. Das wissen wir ja auch schon und jetzt reden wir mal mit ihm. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach, nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Na, da haben wir schon 804. Na, das ist gar nicht mal so schlecht, oder? Und 10 Supertränke hat er mal gegeben. Danke dir. So, schauen wir mal ganz kurz auf die Karte. Ganz kurz. Da oben haben wir zum Beispiel ein Fragezeichen. Da können wir jetzt zum Beispiel hinfahren. Ich markiere das einmal. Wenn ich darf. Nein, darf ich nicht. Achso, Aufgaben. Nein. Obwohl, wartet einmal. Gehen wir nochmal ganz zurück in Steiner. Ganz kurz nur. Ob der vielleicht noch irgendwas hat für uns? Hungrig vom Jagen? Stufe 8. Schwere Brocken. Müssten wir eigentlich schaffen, oder? Vielen Dank. Nichts überstürzt? Na, ich überstürze gar nichts. Mann, wie das duftet. Wie weit ist denn das weg? Ah, das geht schon, das laufen wir. Blitz haben wir eh mit. Schauen wir mal, ob der irgendwas da ausrichten kann. Komme!
Ja, das Sprinten hätten sie wirklich besser machen können. Dass er länger sprinten kann. Sogar er überholt mich. Hey, kannst du mich mitnehmen bis da nach vor? Na toll, jetzt fahr er einfach weiter. Wurscht. Einfach nur mal schauen, ob wir da irgendwo was mitnehmen können. Vielleicht ist da oben irgendwas. Vielleicht sollte ich da mal raufschauen, ganz kurz. Na, da ist auch nichts. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Hier ist weit und breit kein Viech. Ah, da hinten war eine Truhe. Na, das nehmen wir uns dann mit, wenn wir wieder zurückgehen und den Bericht abgeben. Darf ich aber nicht vergessen. Habe ich jetzt nicht auf die Karte geschaut. Hat der Herzfäller nicht auf die Karte geschaut. Ein Wahnsinn erst. So, wir sind gleich da. Diesmal machen wir ein bisschen mit dem Speer, würde ich sagen. Ja, Augen auf. Entschuldigung, tut mir leid. Achso, ja, wir wollten ja Blitz probieren. Bald klingelt die Kasse, Leute. Scheint, als wären wir fündig geworden. Na, das bringt sich nicht sehr viel gegen die. Ist okay? Ja, ja, alles gut. Ich komm klar. Hey, alles klar bei dir? Ja, ich komm klar. Obwohl ich auf Viereck gedrückt habe. Komisch, wirklich. So, Ignis. Setz deine Dolche ein. Das wird ein bisschen schwieriger da jetzt. Und weiter drauf. Ah, ich glaube, mit dem Breitschwert mache ich da mehr Schaden. Hier bin ich. Gehen wir mal auf die... Oh, ah, ich habe aber noch drückt. Konzentrieren wir uns mal auf die Kleinen da. Die mich auch ziemlich penetrieren. Ja doch. Ja, hab schon wieder gedrückt. Achso, ich hab kein Stasi schon wieder. Ach Gott. Ja, 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 ich weiß, dass du kein Stasi hast. Aber da hinten kann ich's gleich auffüllen. Zack, bumm, fertig. Sehr nice. So, und gleich wieder runter. Ja, mehr als dass ich's anvisier, kann ich auch nicht tun. So, super, dass mir der Ding jetzt wieder da steht. Komm, blocken. Sehr gut. Und Bats. So, geht schon, Gladius. Macht Damage gegen die Viecher. Sehr nice. Gleich nochmal. Prompto. Geht schon. Wopp dich hin. So, komm, komm, komm. Und Ignis, komm. Verwenden, verwenden, verwenden. Damage machen, Damage machen. Sehr nice. Das eine, der eine ist auch bald tot. Jetzt das, sehr gut. Ja, ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Vorsicht! So, Promptos, nochmal. Schieß nochmal auf das Scheißviech. Ah, das ist voll gefüllt noch. Uiuiui, das wird länger. Dauern da. Wie viele sind denn das noch? Geht schon. Konzentrieren wir uns auf den Kleinen da. Ah, komm jetzt. Heiltrank. Jetzt habe ich mich noch wegteleportiert und habe den Typen noch den Todesstoß gegeben. Das war jetzt gut. Okay, gut. Schon wieder keine Stase. Auf mit dir da.
Ach, komm jetzt. Aufgeregt? Na, bissl. Bissl bin ich aufgeregt. Los geht's. Okay. Ja, sehr gut. Haut's den Schaden raus, da. Brillant. So, und jetzt dann noch er. Der voll aufgeladene. Prompto, schieß mal auf ihn. Ah, verdammt. Ignis, da sind jetzt noch zwei. Okay, ich habe mir gedacht, das ist der letzte. Jetzt habe ich es verkackt. Ja, ich habe schon wieder gedrückt. So, was machen wir? Gladius machen wir. Der macht mehr Schaden. Und Wutz. Ah! Ums Arschlecken. Aber es geht schon, es geht schon. So, machen wir Ignis nochmal. Jetzt hat er es nicht angenommen, okay, aber ich habe gedrückt. Vorsicht! So, meine Stase geht leer. Jetzt liegt er am Boden, schlag hin noch ein bisschen. So, und Stase aufladen. Ja, 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 lass mich da ganz kurz drauf. Danke. Ganz kurz warten. Nämlich meine Lebensenergie ist auch schon ziemlich weit unten. Also sollten wir vielleicht runtergehen. Genau. Da ladet sich das ein bisschen schneller auf, wie man sieht. Wenn ich da in Deckung bin. In Deckung. Ihr wisst, was ich meine. Nicht, wenn man rumsteht. Na, was ist, Burschen? Greift's an. Ich lade mich vollständig da noch auf, wenn ich das darf. Meine Herren, Dankeschön. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. So, den einen habt ihr umgebracht? Wirklich? Cool. So, geht schon. Hau rein. Wie ihr hinterherlauft. Urgeil. Na, wenigstens habe ich getroffen. Ja, die halten schon einiges aus. Bist du deppert. So. Das geht so weit. Sorry. Bist du deppert, was die aushalten? Ich muss schauen, dass ich mehr Damage mache. So, geht schon. Sehr gut. Und geht schon prompto. Immer schön. Ah, toll. Jetzt habe ich das Ganze verhaut, nur weil das Viech eh schon tot war. Wurscht, mach das nochmal. Gegen das Viech. Und gleich drauf. Putz. Das wäre cool gewesen jetzt, wenn er hingeflogen wäre. Gleich nochmal. Das sieht nicht gut aus. Jetzt da. Jetzt haben wir's. Mächtig. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Geschafft ist geschafft, da hast du vollkommen recht. Boom. Lang haben wir dafür gebraucht. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das passt schon. So, die Truhe darf ich nicht vergessen. Wo waren die? Die war eh ein bisschen weiter da hinten. Und links, glaube ich. Ah, komm, spring rüber. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Genau, wir könnten dann zur Nebenaufgabe oben reisen noch. Und die Fertigkeiten können wir auch einmal machen, würde ich sagen. So, da haben wir das. Grünes Halsband. Ja, gut. Keine Ahnung, was sich das bringt. Das ist wahrscheinlich ein Accessoire. Das müssten wir uns mal durchlesen. Na komm, gib Gas. Wie viele Fertigkeitspunkte habe ich denn überhaupt? Das müsste ich auch nachschauen. Aber zuerst gehen wir das ab. Das ist mir jetzt wichtiger, dass ich da wieder in der Stadt bin.
Und dann schauen wir mal, was wir da noch aufwerten können. Ist das heiß. Allerdings. Allerdings ist es heiß hier. Es ist wunderschön hier, muss ich sagen. So, Diner. Sind wir schon da? Haben richtig was aus dem Ort hier gemacht. Gefällt mir. Und. Servus, grüß dich. Willkommen. Alles noch dran? Ja, natürlich. Alles super. So, wir sind Rang 2. 1830 Gil hat uns das gebracht und Super Elixier mal 1. Jetzt haben wir schon fast 5000 Gil, das ist sehr gut. Meinen Glückwunsch. Und wir sind aufgestiegen zum Fährtenleser und einen Titanreif haben wir gekriegt. Na, ist das nicht ein Wahnsinn hier. So, schauen wir mal, was er uns jetzt noch anbieten kann. Ich sollte auf jeden Fall mal schlafen gehen. Schatz. Pudding. Schleimige Schlacht. Schaut aus wie ein Pudding irgendwie. Wanted. Okay. Gut zu wissen. Ihr könnt auch jederzeit die Nebenmissionen nachmachen, um Erfahrungen zu kriegen. Kriegt sie aber dann nicht natürlich die volle Gil-Anzahl. Das ist eh klar. Okay. Schleimige Schlacht. 14. Ich sollte aber allerdings trotzdem schlafen gehen. Das lassen wir mal in den Hinterkopf. Wir machen das auf jeden Fall. Was ich jetzt aber vorher noch machen will, ist, dass ich mit dem Auto zu der Nebenquest drauf fahre. Das Auto könntest du dann auch noch tunen und sowas. So, schauen wir mal. Da zeigt er dann immer an, wie er fährt. Wir müssen aber allerdings da ganz rauf. Okay, Moment. Aufgabenziele, da möchte ich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Karte, kann ich selber auch bestimmen, wohin ich fahre? So, dieser Ort als Ziel für automatischen Fahrmodus festlegen. Jupp. Das möchte ich. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. So, und ich mache eine kurze Pause. Das wird jetzt nämlich ein bisschen dauern, von da ganz unten rauf zu fahren. Ich drehe euch die Musik auf. Viel Spaß.
Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Okay, so, Heilmittel haben wir eh Gott sei Dank genug. So, wir möchten aber die Nebenquest da annehmen, die mir jetzt dann nicht angezeigt wird. Wo bin ich denn jetzt? Also oben bin ich jetzt einmal. Moment, da gibt's was zum Looten. Danke. Ich sehe es jetzt aber auch nicht auf der Karte. Zum Looten gibt's da auch nichts, okay. Aber da war doch jetzt gerade eine Nebenquest. Spinne ich? Die ist jetzt wieder weg? Jetzt bin ich da umsonst drauf gefahren, oder was? Na toll. Eigentlich sollte da eine Nebenquest sein. Deswegen bin ich da jetzt raufgefahren. Ah, okay, da ist sie. Warum auch immer sie mir nicht angezeigt wird, aber da ist sie. Hallo Jungs, ich will euch nichts aufdrängen, aber falls ihr gerade nichts zu tun habt, könntet ihr wieder auf Markensuche gehen. Markensuche? Staub zu Staub. Ja klar, mach mal. So, müssen wir auch gleich auswählen bei den Aufgaben. Und das Zeichen hätte ich auch gerne wieder weg da. Moment. Danke. So, ist jetzt da 400 Meter weiter weg. Und wir haben schon 22 Minuten. Ich würde aber vorschlagen, wir machen das jetzt wieder im nächsten Part. Moment, wir können noch mit der reden. Oh, hallo. Servus, grüß dich. So, 12 Heiltränke. Elixiere haben wir eigentlich auch noch genug. Na, haben wir nicht genug. Super Elixiere haben wir genug. Da können wir ein paar kaufen. Mal 4 Stück, das reicht. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Und was kannst du uns noch anbieten? Okay, da haben wir was Neues. So, 60 Gil, jupp, das nehmen wir uns gerne mit. Und das ist auch neu. Jupp. Und das ganz untere, irgendwas mit Reis. Super, okay, somit kann der Typ dann auch mehr kochen. Bis bald. Falls er das will, weiß ich ja nicht. Und ja, gut. Wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt den Part jetzt hier beenden. Wir können noch ein bisschen gehen. Damit wir da halt näher sind. Dann im nächsten Part wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Wenn wir das dann auch hinter uns haben. Und da vorne sind... Oh, Leiwand. Wir machen hier Part Ende. Und die Viecher holen wir uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, wie immer, fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.